Einmal mehr sind wir auf dem Weg zu einem geheimnisvollen Ort. Diesmal ist es ein Bergwerk, irgendwo an der Grenze zwischen Schönheide und Eibenstock. Erstmals wurde es wohl um 1700 betrieben, danach stillgelegt und die Neubelebung begann dann um 1820 für einige Jahrzehnte. Danach ist es vermutlich in Vergessenheit geraten. Vor etwa 40 Jahren haben Jugendliche das wieder geöffnet. Ende 1991 waren es dann Freiberger Bergbaustudenten, unter anderem einer, der aus Schönheide stammte, die dieses Bergwerk dann auf den Zustand brachten, wie man ihn heute kennt. Beräumt und relativ gut befahrbar. Was aber in den letzten 40 Jahren immer ein Geheimnis blieb, wie sieht es aus in dem gefluteten Bereich? Wenn also die Bergblickkamera jetzt erstmals in die Tiefe des Schachtes abtaucht, so dürften dort Dinge zum Vorschein kommen, die in den letzten fast 200 Jahren niemand mehr gesehen hat. Offensichtlich durch die konservierende Wirkung des Wassers sind die Holzausbauten in einem enorm guten Zustand. Nebenher könnte man fast vergessen, dass alles von Wasser umgeben ist. Aus dem Grubenriss nicht klar ersichtlich ist diese zweite Ebene unterhalb der Wasseroberfläche. Völlig rätselhaft ist die Rolle dieses neuzeitlichen, recht hochwertigen Kletterseils, das seit einigen Jahren zwischen den Trümmern verkeilt ist. Zeitweise kein Erz führen, wie zum Beispiel hier. Und dann bricht ein sogenanntes Nest in das Eisenerz ein und hat wieder große Erzkörper, die abgebaut haben. Und ich glaube, hier unten drunter sind Abbaukammern. Und hier der in den verbrochenen Teil wohl auch. Und dann drüben ist auch noch die Pinge von dem Schacht. Und hier sieht man eine Hornstadt, das heißt Hornstadt, das Ding, das ausgeschlägelt hier, über diesem Schacht. Da stand eine Haspel, das müsste irgendwie ausgefördert werden, was von unten kam. Ich dachte, das wäre bis in die Mitte vom 19. Jahrhundert hätte sich ja noch der Bergbau gehalten und ist dann so eingegangen, so langsam schleichend. Und hier haben wir noch so ein paar Erzeinschlüsse, das Schwarze, das ist noch Eisenerz, was sich aber halt nicht gefunden hat, abzubauen. Naja, da hat einer davon gelebt oder zwei davon gelebt, das waren so eine Eigenlehmergruben, die waren nicht sehr groß. Also da ist auch nicht so viel Erz rausgekommen. Aber tatsächlich. Es war halt so viel, dass es andere geben konnte. Oder zwei oder drei, je nachdem, wie viele Leute drin waren, aber mehr waren das nicht. Ja, das Gestein ist ja nicht so fest. Ne? Also das ist ja relativ kritisch. Normalerweise mit festen Gestein kommst du im Jahr ungefähr 10 Meter voran. Die haben ja bestimmt ein Jahr geschafft. Also es könnte durchaus ein, zwei Bergleute rausgemeißelt haben. Ich glaube, wir sind teilweise an diesen Stellen geschossen. Das ist ja nur hinter Fuß geschossen. Ja, das ist also schönes Pulver, als wir den Ort haben. Aber man sieht eben an diesen springenden Stößen, dass das wahrscheinlich geschossen worden ist. Ein gemeißelter Stein sieht anders aus, da sind ein kleines Profil wie hier. Da ist direkt mit Schlägeleisen und Müll gebohrt. Und da hat man eben diese kleinen Stollen. Jetzt sieht man die Meißelspuren, oder? Ne? Also großes Glück, Thomas Helm rein zufällig, Eibenstocker Heimatgeschichtler, hier dazugestoßen, uns quasi erwischt und nicht verhaftet. Schön, dass wir noch ein paar Informationen gekriegt haben. Wunderbar. Ja, wenn es wieder mal geklappt hat.